Nina Kuhn, heute zweite Mal im Allgäu dabei, zweite Mal gewonnen. Besser kann es eigentlich nicht laufen, oder? Ja, die Bilanz ist optimal. So wünscht man sich das. Ja, tolles Rennen. Du warst am Radfahren lange an dritter Stelle. Die anderen waren ein bisschen weg. Hattest du das noch im Blick vorne oder wie ist es dir da gegangen? Ja, das Rennen war kein Vorzeigerennen für mich. Es lief im Wasser überhaupt nicht gut. Das passiert bei mir öfter mal. Ich bin keine starke Schwimmerin. Aber dass es so schlecht lief, hatte ich eigentlich nicht erwartet. Auf dem Radfahren war ich fast schon entsetzt. Ich habe nicht so einen richtigen Druck bekommen auf dem Rad. Die Wattwerte haben nicht gestimmt. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Da kommen einem die ein oder anderen Gedanken. Willst du aussteigen? Heute stimmt irgendwas nicht. Aber bei der Stimmung, da kann man nicht aussteigen. Beim Laufen bist du dann relativ schnell an die beiden Führenden, die ja auch relativ nah beieinander waren, hingekommen. Wie flügelt es dann richtig? Ja, also da war ich selbst überrascht. Ich habe erst mal gedacht, läufst du halt mal los. Wie gesagt, mir ging es nicht gut. Und habe dann relativ gut nach 5-6 Kilometern einen Tritt gefunden und gemerkt, Mensch, da hole ich ja auf sogar noch. Und dann bin ich einfach dran geblieben und konnte dann das Rennen mit der Geschwindigkeit immer nach und nach aufholen. Ja, das war eine Überraschung dann für den Tagesverlauf. Du warst genau eben beim Stadiondurchlauf bei der Hälfte eben bist du in Führung gegangen. Auf der zweiten Hälfte von der Laufstrecke dann durchgezogen oder gab es da noch Probleme, dass du sagst, ja, ich muss mich nochmal nach hinten orientieren? Nee, also da konnte ich den Vorsprung dann sicher halten, habe erstmal ein bisschen mehr einen Vorsprung rausgelaufen, dass es sicherer ist, es ist ein bisschen taktiert und dann geguckt, dass von hinten nichts kommt und geguckt, dass es hat mit mir zu tun heute. Kam da das entgegen, die Erfahrung eben von deinem Start von vor 2 Jahren, dass es vielleicht ein bisschen besser war wie für dich? Ich glaube, die zweite, die war das erste Mal dabei. Es war ein komplett anderes Rennen. Also vor 2 Jahren, das waren 7 Grad und Dauerregen. Ich kann mich an die Radstrecke nur noch schemenhaft erinnern, weil ich kaum was gesehen habe. Die war auch ein bisschen anders noch gewesen. Der kleine Anstieg hinten am Hotel Adler war noch nicht dabei. Und von daher, aber ich wusste, was mich erwartet, dass es nämlich durchaus sehr hart werden kann. Gefällt dir dann die aktuelle Strecke besser wie damals? Also abgesehen vom Wetter, dass es natürlich heute eigentlich perfekte Bedingungen waren. Also von der Strecke, die Strecke ist harmonischer. Die hat nochmal diesen Zuschauermagnet hinten am Hotel Adler. Ist die schönere Strecke für Athleten, ist es, wenn man guckt, wo bin ich positioniert, niemand an der Strecke hat, der einem das durchsagt, ist so ein Wendepunkt immer ganz schön, weil man dann genau messen kann, wie weit die anderen vorne oder hinten dran sind. Aber von der Streckenführung ist es die interessantere Strecke für die Allgemeinheit, sag ich jetzt mal. Wie geht es dann bei dir jetzt in der Saison noch weiter im August? Also ich werde, wenn ich mich gut erhole, ich arbeite ja noch vollberuflich als Chirurgin. Wenn ich mich gut erhole, werde ich nächste Woche beim Heidelbergman starten. Und ansonsten kommen noch Firnheim, also Rennen aus dem Rhein-Neckar-Cup aus der Serie, die ist auch sehr bergig, kommt mir entgegen. Und dann Walchsee-Kaiserwinkel steht noch an, die Challenge. Hast du gerade gesagt, dass du eben voll arbeitest. Heute, glaube ich, gibt es ein bisschen Preisgeld. Ist das Thema Triathlon-Profi für dich irgendwie oder wirklich nur das zweite Geschichte? Also ich habe ja eine Profilizenz, um mich da auch platzieren zu können. Ich habe Sponsoren, aber das ist eigentlich so ein nettes Zubrot. Ich bin, wie gesagt, Chirurgin und arbeite 50 bis 60 Stunden inklusive Nächte, inklusive Wochenenden. Musste also gestern früh, bevor ich hierher gefahren bin, noch Visite in der Klinik machen. Und dann haben mich meine Kollegen netterweise um 11 Uhr freigestellt, dass ich es gerade noch hierher schaffe. Also das ist alles eine Punktlandung. Von daher war das heute halt auch nicht der perfekte Tag für mich. Aber ich denke, da habe ich einen ganz guten Job, für den es sich auch lohnt, weiterzuarbeiten. Ja, ich denke, heute das Ergebnis hat doch gepasst. Ja. Wir werden uns dann auf jeden Fall bei der Challenge Walchsee sehen. Da sind wir Tritobi mit dem Live-Ticker-Team vor Ort. Da freuen wir uns schon wieder drauf. Ja, wunderbar. Da danke ich für das Interview und für das schöne Rennen.